Heute geht es um Fake-Firmen, Fake-Umsätze und einen Fake-Lebensstil. Nur die Verachtung gegenüber Menschen mit wenig Geld, die ist echt. Heute reden wir mal ganz ausführlich über Theo Stratmann. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ihr kennt ihn alle, den 18-Jährigen aus der Steuerung F-Doku, der aufs Klima scheißt. Eigentlich ist es mir relativ scheißegal. Und jetzt überall im Internet auftaucht und allen erzählt, wie geil und erfolgreich er eigentlich ist. Wisst ihr, ich saß letztens so im Park auf einer Bank und hab so auf meinem Handy rumgetippt. Und da habe ich gesehen, dass Theo Stratmann einen Artikel in der Bild hat. Deutschlands größter Schnöseltini. Großkotz. 18. Gießt Blumen mit Champagner. Darin wird er als Jungunternehmer bezeichnet, der regelmäßig für 8000 Euro Privatjets nach Sylt mietet. Natürlich, wir wissen's doch. Theo ist reich. Der hat richtig Kohle. Oder? Auf jeden Fall klingen die Sachen, die er der Bild erzählt hat, richtig sympathisch. Während alle anderen Penner um 7 Uhr aufstehen müssen, schlafe ich noch und beginne meinen Tag erst um 12 Uhr. Seine erste Mahlzeit des Tages? Ein Stück Champagner-Buttercremetorte im Hotel. 4 Jahreszeiten. Na klar, aufstehen um 12 Uhr und dann erstmal ein Stück Torte. Ja, das ist das Gewinner-Mindset. Nur so wird man erfolgreich. Wir haben das jahrelang falsch gemacht, alle. Und was gibt es Besseres als mittags auf nüchternen Magen sich erstmal ein schönes Stück Buttercremetorte reinzupfeifen. Und Theo macht klar, dass er einfach ein Gewinner ist. Dass er einfach anders denkt als andere Menschen. Ich arbeite doch nicht für irgendeinen Chef und bin in der Matrix gefangen, um dann ein Jahr lang für Urlaub auf Malle zu sparen. Ich bin froh, dass es Müllmänner gibt, die meinen Scheiß wegwerfen. Wach auf, sei nicht in der Matrix gefangen. Entkomme dem Hamsterrad. Und ich habe mich gefragt, wie ist Theo eigentlich so reich und erfolgreich geworden? Und das erklärt er hier bei der Bild natürlich auch. Sein Geld verdiente der gebürtige Oldenburger nach eigenen Angaben mit einem Online-Shop für Rückenprodukte. Als stiller Teilhaber. Dem Bildreporter zeigt er Auszüge mit Umsätzen seines Unternehmerkontos, die sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Ach so. Ja. Ist das denn so? Das werden wir später mal herausfinden. Interessant ist aber auch diese Aussage von ihm hier. Der Weg zum Erfolg sei nicht leicht gewesen. Ich hatte eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Bis zur 6. Klasse konnte ich nicht lesen. Mir war immer klar, dass ich schnell reich werden will. So schnell, dass er die Schule mit dem Realschulabschluss verließ. In seinem Podcast, der jetzt neu rauskam, hat er auch gesagt, dass er, bis er 14 war, nicht lesen konnte. Lese-Rechtschreibschwäche, bis 14 Jahre nicht lesen können, nur Realschulabschluss und dann trotzdem reich und erfolgreich werden. Respekt dafür. Und ich war völlig überwältigt von der Strahlkraft eines Theo Stratmanns und hab dann einfach noch so im Park gesessen und darüber nachgedacht. Und wenn man da so sitzt, gehen ja auch immer mal wieder ein paar Leute vorbei. Und diese Leute unterhalten sich und plaudern und manchmal halt auch eben so laut, dass man beim Vorbeigehen halt ein bisschen was mitverstehen kann. Und zufälligerweise haben die auch ein bisschen über Theo geredet. Aber irgendwie haben die Sachen erzählt, die ganz anders klangen als die Geschichten, die wir von ihm so gehört haben. Das Ganze klang nämlich eher nach einer Geschichte von einem kleinen Jungen, der immer den Wunsch hatte, reich und erfolgreich zu werden. Aber leider ist das in der echten Welt nicht immer so ganz einfach. Weil er aber arme Menschen so scheiße findet, gab es halt keine andere Option dafür. Was ich damit meine, dazu kommen wir später noch. Damit ihr die ganze Geschichte aber besser verstehen könnt, muss ich euch einmal zwei Protagonisten vorstellen. Zum einen hätten wir da Hergen Hinke. Vielleicht kennt ihr den schon vom Sehen, der saß in der Steuerung F-Doku neben Theo. Und zum anderen Jonas Peine. Jonas ist schon fast 30, also deutlich älter als Theo. Macht aber nichts, das sind trotzdem die besten Buddies und natürlich super Businessmänner. Und Theo hat der Bild ja schon gesagt, nach der 10. Klasse ist er mit dem Realschulabschluss von der Schule gegangen. Ohne Abitur, allerdings mit Lese-Rechtschreibschwäche, ist so eine BWL-Justus-Karriere allerdings ein bisschen schwierig. Ziel ist aber natürlich im Leben mega, super heftig, krass reich zu werden. Deshalb muss man einfach sein eigener Chef werden und sein eigenes Business machen. Theo hatte dann kurzzeitig versucht, Systemgastronom zu werden und hatte sich dann bei der Berufsschule angemeldet. Aber nach kurzer Zeit das Ganze wieder abgebrochen. Naja, also hatte ich gehört im Park von den Leuten, die da so vorbeigegangen sind. Man möchte ja gar nicht arbeiten, ja? Man möchte einfach nur reich sein. Und dafür hat das Internet natürlich genug Methoden. Und da gibt es doch dieses eine kleine Zauberwort. Dropshipping. Ohne großen Aufwand, ohne große Qualifikation, einfach irgendwelche Billigprodukte in China einkaufen und hier ganz teuer verkaufen. Also war es im Herbst 2022 soweit, das erste eigene Unternehmen Frutato. Ein billiger Smoothie-Maker sollte geil vermarktet werden und richtig viel Kohle einbringen. Ja, leider muss man bei sowas auch immer diese ganzen scheiß Detailfragen beachten, ne? Ja, Business ist ja doch dann irgendwie auch Arbeit, ne? Ist doch egal, komm, Impressum, Datenschutz, schreib einfach irgendwas hin. Datenschutzerklärung. Personenbezogene Daten werden mit großem Datenschutz behandelt. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, genau so macht man das. Ja, Datenschutz, haben wir da. Ja,
und die AGBs, komm, lass einfach leer, ist doch scheißegal. Ja, also ich glaube, also so ist es jetzt nicht so ganz erlaubt, aber naja. Achso, ja, und außerdem ist es eigentlich auch noch gar nicht erlaubt, weil Theo unter 18 und damit auch gar nicht geschäftsfähig war. Aber dazu kommen wir auch später noch. Wie gesagt, wir wollen doch unser geiles Mindset nicht von irgendwelchen Kleinigkeiten kaputt machen lassen. Na gut, das hat dann nicht so gut funktioniert, also starten wir einfach unser nächstes Business. Ich hoffe, ihr seid mir da ein bisschen nachsichtig. Bei den ganzen Menschen, die da langgegangen sind, hat man manchmal die richtige Chronologie nicht rausgehört. Die Leute sind auch sehr schnell an mir vorbeigegangen, deshalb schwierig. Nach Frutatu war es auf jeden Fall Zeit für Fit Your Back. Theo hatte zusammen mit seinem Kumpel Jonas Ende 22 einen Dropshipping-Shop für Rückenstützen gegründet. Also wenn sich zwei Leute mit Rückenstützen auskennen, dann ja wohl ein 17-Jähriger mit Realschulabschluss und sein Kumpel Ende 20. Stellt euch vor, ihr habt seit Jahren Rückenprobleme, leidet und seid im Internet auf der Suche nach Hilfe. Und dann kauft ihr euch, weil ihr so verzweifelt seid, so eine dämliche Rückenstütze. Und dann steckt der Typ dahinter. Oh, sorry, das war jetzt natürlich, Aber gut, so viele Qualifikationen braucht man ja eigentlich auch gar nicht dafür. Hier, der Hergen, der macht das Ganze schon seit einiger Zeit genauso. Der ist nämlich der Inhaber von Mr. Back und verkauft ebenfalls Rückenstützen, billig in China eingekauft. Sollte über so medizinische Sachen nicht vielleicht mal ein Arzt drüber gucken? Sein Shop scheint sogar einigermaßen zu laufen. Wenn man sich allerdings die Bewertungen auf Trustpilot anguckt, sieht das Ganze doch leider grottenscheiße aus. 2,7 Sterne, 43% Bewertung mit nur einem Stern, hupsi. Und ganz, ganz viele Bewertungen, die seit Monaten schreiben, dass sie Produkte niemals erhalten haben und sich beim Support keiner meldet. Ach, man muss die Sachen auch losschicken? Wie gesagt, wir wollen uns doch nicht mit Detailfragen jetzt hier beschäftigen, oder? Und das ist noch der bestbewertetste Shop von Hergen. Bei Nice Slides und Mr. Cozy sieht es mit Bewertungen von 1,6 und 1,5 noch viel beschissener aus. 94% Bewertungen haben nur einen Stern. Holy shit. Hä, wie? Man braucht noch mehr, um ein erfolgreiches Business aufzubauen, als ein geiles Mindset? Das hat mir jetzt aber keiner gesagt. Naja, so ganz hat das bei Theo und Jonas auch nicht funktioniert. Deshalb war der Shop irgendwann auch wieder weg. Aber ist ja egal. Hauptsache, das Mindset stimmt. Und deshalb haben Theo und Jonas direkt den nächsten Shop aufgemacht. Warum wollen diese Leute eigentlich immer irgendeinen Scheiß verkaufen? Ach so, ja, weil es einfacher als arbeiten ist. Ja gut, okay. Und wenn man halt den Schrott ganz teuer macht, verdient man auch schnell ganz viel Geld. Das war also die Idee für Nur Home Luxury Interior. Der Name klingt schon nach Reichtum. Endlich erfolgreich, endlich im Geld schwimmen. Und schon die Beschreibung des Shops liest sich wie ein Gedicht. Nur Home ist ein deutsches Brand für luxuriöse Home Goods und hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Leben in euer Zuhause zu bringen. Wow, einfach magisch. Ich glaube, Goethe hätte es nicht besser ausdrücken können. Er hat mit Jonas zusammen wieder die Idee gehabt, China-Schrott billig einzukaufen und nicht nur teuer, sondern richtig, richtig teuer zu verkaufen. Ja, wir erhöhen einfach die Preise, dann nehmen wir mehr ein. Ich meine, für Geschmack muss man auch mal ein bisschen Geld ausgeben, ja? Wie wär's für 129 Euro mit dieser geilen Mops-Klorollenhalterung? Ich meine, klar, auf AliExpress kostet das Ding nur 30 Euro. Ja, okay, erwischt. Der restliche Preis, das sind, Bearbeitungsgebühren. Oder diese edle Hirschstatue hier in Schwarz-Gold. Jeder, der auf sich etwas hält, sollte so etwas in seinem Anwesen stehen haben. Ich meine, 1750 Euro, das sollte einem guter Geschmack schon wert sein, oder? Naja, oder man kauft es halt für 211 Euro auf AliExpress. Das geht natürlich auch. Das wäre sogar noch schlauer, weil von den restlichen 1539 Euro könntet ihr euch noch 49 Mal den geilen Mops-Klorollenhalter kaufen. Wie geil ist das denn? Wie cool ist das? Wie geil das Ganze ist, haben sich natürlich auch Jonas und Theo gedacht und haben den Shop überall verlinkt. Auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn. Rein damit, das wird jetzt richtig groß, Leute. Damit jetzt richtig Business gemacht wird und dann war der Shop leider schon wieder weg. Mist. Echt komisch, ich verstehe das nicht, dass alle Businesse immer so schnell verschwinden. Ich dachte, Theo ist seit Jahren erfolgreicher Geschäftsmann. Offensichtlich ist es doch gar nicht so einfach, erfolgreiche Online-Shops aufzubauen. Das dachte sich auch Theo und hat sich überlegt, ja, irgendwie muss mal was Neues her, ne? Er hat jetzt schon so viele Businesses gemacht. Jetzt wird es Zeit, dass er anderen zeigt, wie man erfolgreich wird. Weil bei ihm hat das ja bisher so gut geklappt. Also wurde Anfang 2023 die RP Consulting gegründet. Eine Consulting-Firma, um Menschen in Business-Fragen zu beraten. Denn wer kann Menschen besser beraten als ein 18-Jähriger mit Lese-Rechtschreibschwäche und drei erfolglosen Dropshipping-Businesses? Also ich wüsste keinen. Und ob diese Firma jetzt wirklich offiziell gegründet wurde, so mit Firmengründung beim Notar und Eintragung ins Handelsregister, oder ob man sich einfach nur einen coolen neuen Instagram-Account gemacht hat, man weiß es manchmal nicht so genau, ne? Wie gesagt, manchmal hat man die Leute wegen dem lauten Vogelgezwitscher im Park einfach nicht so gut verstanden. Aber Theo und Jonas waren mit ihrer Consulting-Firma sofort
mega erfolgreich. Moin, ich bin Theo, bin 17 Jahre alt und bin von R&P Consulting. Ich mache seit ich 15 bin Online-Shops und das ziemlich erfolgreich. Ich kann meinen Traumlifestyle komplett leben. Und wir haben hier einen Kunden, wie wir sehen, der hat 72.000 Euro Umsatz gemacht in 3 Monaten. Komplett automatisiert, der ist verbeamtet als Nebenverdienst. Und ich glaube, da sagt ja keiner nein. Wenn du darauf Lust hast, melde dich gerne bei uns. Nee, also, da sagt wirklich keiner nein. Dieser Screenshot mit so ein paar Zahlen drauf, nee, also das ist wirklich legit. Aber wenn es doch nur 3 Monate waren, warum zeigt denn dann der Screenshot Januar 2021 bis Dezember 2022? Naja, wird bestimmt die einzige Unstimmigkeit bei dieser ganzen Sache gewesen sein. Bei einer Fragerunde der Consulting-Firma auf Instagram wurde Folgendes gefragt. Wie viele Kunden hattet ihr schon? Wir durften schon über 60 Kunden zur finanziellen Freiheit verhelfen. Wahnsinn! Endlich klappt es mit dem Erfolg! Wie viel verdient ihr? Und dann nur diese mysteriöse PDF mit einem Porsche drauf. Psst. Sag nichts mehr, bestimmt ganz viel. Und dass das ja alles wirklich stimmt, sieht man ja auf den Sachen, die sie da noch gepostet haben. Kundenresultate, Gesamtumsatz über 100.000 Euro. Wow! Wahnsinn, das sind 2 richtige Macher. Jetzt fragt ihr euch, ey, wie sind die so schnell an so viele Kunden gekommen? Natürlich, so wie es alle erfolgreichen Consulting-Firmen machen, mit einem Gewinnspiel. Was geht? Theo von R&P Consulting hier. Wir verlosen heute einen schönen MacBook Air an euch. Und zwar wollen wir was zurückgeben. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist euch für ein kostenloses Erstgespräch anmelden bei uns über den Link und uns folgen und natürlich unter dem Beitrag eine Freundin oder einen Freund markieren. Ich wünsche euch viel Glück. Wie geil ist das denn? Wenn ich mich zum Erstgespräch anmelde und einen Freund markiere, kann ich einen Laptop gewinnen? Was habt ihr denn? Also, machen das nicht alle professionellen Consulting-Firmen so? Entschuldigung, Sie möchten, dass Ihre Firma professionell beraten wird? Dann markieren Sie doch erstmal einen Freund unten in den Kommentaren. Ja, so ist es halt im Consulting-Business, ne? Wir stecken alle nicht so ganz drin. Im Consulting-Business ist es auch normal, dass man auf dem Firmen-Account solche Fotos in Badehose postet. Bisschen ärgerlich nur, dass manche Leute dann sowas kommentieren wie, wer ist denn dieser Clown? Ja, es wirklich eine Unverschämtheit. Aber gut, wenn man reich und erfolgreich ist, kann es einem auch egal sein, was irgendwelche Geringverdiener über einen denken, ne? Wobei das ja schon irgendwie komisch ist, oder? Denn dann kam die Steuerung F-Doku raus und plötzlich hört man gar nichts mehr über die Consulting-Firma. Plötzlich verschwinden überall alle Verlinkungen, er sagt kein Wort mehr darüber. Wenn man doch eine erfolgreiche, laufende Firma hat, dann schmeißt man doch plötzlich nicht alles weg, oder? Ich meine, wir reden von 6-stelligen Umsätzen. Da warten Kunden, da warten Projekte, die umgesetzt werden müssen. Da verdient man doch einen Haufen Geld. Warum hört man denn damit plötzlich auf? Naja, wer weiß das schon, ne? Wenn ihr dafür eine Erklärung habt, schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare. Als Theo dann mit der Doku bekannt geworden ist, war auch relativ schnell neues Business da. Ja, komisch, wo ist denn die Consulting-Firma? Wo sind denn die ganzen Online-Shops? Ich dachte, er ist seit Jahren erfolgreicher selbstständiger Unternehmer. Nein, stattdessen gab es einen Kurs, in dem man uns erklärt, wie man erfolgreich im E-Commerce-Business wird. Torben Platzer hatte das Ganze schon in einem Video getestet und festgestellt, dass es weitestgehend kompletter Schrott ist. Zumal Theo am Anfang nur 30 Sekunden zu sehen ist und sagt, jetzt kommt Hergen und der kann das besser erklären. Und dann Hergen den ganzen Kurs einfach erklärt. Stark! Ganz, ganz stark. Ich wollte es von Theo hören. Mensch! In dem Kurs wird dann gezeigt, wie man mit künstlicher Intelligenz und 1-2 Webseiten einen Shop baut, um Dropshipping-Produkte im Internet zu verkaufen. Ah, ja, endlich erklärt's mal einer. Aber ich meine, Theo muss es ja mit seinen vorherigen Businesses eigentlich sehr gut wissen, ne? Mittlerweile ist der Link zu seiner Website aber auch wieder aus seinem Instagram-Profil verschwunden. Ist da komisch. Es zeigt sich hier langsam so ein Bild. Der kleine Theo, der immer reich und erfolgreich werden wollte. Weil das in der Schule halt nicht immer so gut geklappt hat und er es endlich allen zeigen und beweisen wollte. Der um jeden Preis Geld, Autos und Häuser haben möchte. Aber reich werden ist hart und anstrengend und man braucht Können und auch Glück dafür. Und deshalb hat er immer und immer wieder neue Projekte ausprobiert und die dann nach einiger Zeit wieder verworfen. Und man könnte ja auch sagen, ja mein Gott, der Junge hatte seinen Traum, er hat's probiert, was soll's. Aber, und das muss man bei Theo verstehen, erstens, er lebt den Fake it till you make it Lifestyle. Er hat immer vorgegeben, mega erfolgreich zu sein und einige seiner Business-Ideen beruhen ja auch darauf, dass Menschen glauben, dass er erfolgreich ist. Das hat er bei Steuerung F, das hat er in der Bild, aber auch schon vorher bei RP Consulting gemacht. Und wenn man das immer und immer und immer wieder erzählt, glauben die Leute das vielleicht irgendwann? So wie zum Beispiel Steuerung F und die Bild. Und dann sehen das andere und sagen sich, ah, okay, wenn die das sogar sagen, ja, dann muss das ja wohl stimmen. Und ich habe mich gefragt, offensichtlich stimmt es ja nicht.
Aber Steuerung F und die Bild behaupten das Ganze. Wie arbeiten die eigentlich? Ich meine, gut, bei der Bild erwarte ich sowieso nicht viel, aber die sind ja auch irgendwie Journalisten. Da muss doch mal einer irgendwie einen Background-Check machen, oder? Und auch bei Steuerung F, die ihm ja zuallererst diese Plattform überhaupt gegeben haben. Wie sind die eigentlich ausgerechnet auf Theo gekommen und hat da keiner nachgeguckt, dass er vielleicht doch nicht der mega erfolgreiche Businessman ist? Das habe ich mich gefragt und ich habe mir gedacht, komm, frag einfach mal nach. Und zwar bei dem Mann, der es eigentlich wissen sollte, nämlich Mirko Seekamp. Das ist der Reporter, der die Steuerung F-Doku gemacht hat. Und ich habe ihn angeschrieben und gefragt, so, ey, wer, wie, was, bitte antworten. Und vielen Dank an Mirko, der hatte mir auch geantwortet schriftlich. Allerdings klang das Ganze dann doch etwas einfach. Wir haben recherchiert, dass Theo Stratmann aus einer wohlhabenden Familie stammt. Das haben entsprechende Belege und weitere Zeugen bestätigt. Es war für uns unerheblich, ob Theo Stratmann durch eigene Arbeit oder seine Familie wohlhabend und wie wohlhabend er genau ist. Uns interessierte vor allem sein Lifestyle, der einen hohen CO2-Fußabdruck zu haben scheint, und seine Einstellung zum Thema Klimaverantwortung. Und ja, das stimmt zumindest, dass Theos Familie schon über mehrere Generationen wohlhabend ist. Natürlich ist dann da auch Geld, was so einem Mann auf den Kopf hauen kann. Aber er wird ja die ganze Zeit als self-made Businessman inszeniert, weil das ja auch sein Wunsch ist, so rüberzukommen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und sie meinten, ja, sie hätten Zeugen, die den Lifestyle und die Kohle bezeugen können, aber die können ja auch Lügen. So wie zum Beispiel Aufnahmen von seinen Reisen, die immer und immer und immer wieder gepostet werden, um den Anschein zu erwecken, dass man halt mega oft unterwegs ist. Und klar chillt Theo auch mal auf Sylt oder in Dubai. Aber es ist nochmal ein großer Unterschied, ob man sich selber jeden Monat den Privatjet mietet oder mal von Freunden oder Familienmitgliedern mitgenommen wird als Gast. Mirko hat immer gesagt, es ging vor allen Dingen um Theos Einstellung zum Klimawandel. Aber es ist dabei doch wichtig, ob Theo selber zu den Superreichen gehört und selber dieses CO2 verursacht. Ein 18-Jähriger, der aufs Klima scheißt, weil er AMG fahren möchte. Da finde ich dir 5 in der Stunde von. Aber wenn jemand immer und immer wieder als reich und erfolgreich inszeniert wird, dann glauben die Leute das irgendwann, weil er halt ständig auch in irgendwelchen Medien stattfindet. Und dann laden die ihn ein und bieten ihm eine Plattform und ermöglichen ihm so ganz neue Möglichkeiten. Und so, Stück für Stück, werden solche Menschen dann wirklich erfolgreich. Ohne, dass jemand am Anfang überhaupt irgendeinen Erfolg oder irgendeine Qualifikation hatte. Das war Punkt 1. Und Punkt 2 war der, der mich eigentlich noch mehr bei der ganzen Sache geschockt hat. Denn auch wenn Theo nach der 10. Klasse von der Schule gegangen ist, wenn er die Berufsschule abgebrochen hat, wenn seine Businesses ständig gefloppt sind und er eigentlich vom Geld seiner Familie lebt, schaut er so herablassend auf Menschen mit wenig Geld. Das habe ich, als ich so im Park saß, immer wieder gemerkt. Wie verächtlich und respektlos er über ganz normale Menschen redet. So wie zum Beispiel in dieser Szene, wo er in irgendeinem komischen Spa-Bereich unterwegs war. Guten Morgen, währenddessen ihr gerade zu eurem verkackten Job fahrt, gehe ich hier gerade schön in den Whirlpool. Aber ihr könnt auf jeden Fall viel Spaß dabei haben, schön verbeamtet zu sein. Oder vielleicht für euren Chef für, weiß ich nicht, 1,5 im Monat zu arbeiten, dafür, dass er sich bald seinen nächsten Porsche kaufen kann. Und dann nach 40 Jahren schön in die Rente zu gehen, um sich vielleicht nicht mal 3 Nächte von diesem Hotel leisten zu können. Ja, das ist doch mal sympathisch, oder? Wir merken an, das sagt er gerade, während er keine Berufsausbildung, keinen Job, keine Firma hat und kein eigenes Geld verdient. Das hat nichts mehr mit Fake it till you make it zu tun, der ist einfach in seiner eigenen Welt. Wie kann man in so einer eigenen Position so verächtlich über andere normale Menschen reden? Du hast nicht mal eine Ausbildung wahrscheinlich. Ja, aber mein Bester, eine Ausbildung ist aber nicht für finanzielle Freiheit. Da sieht man wieder, die Leute bei uns in der Gesellschaft sind komplett mental verschobene, privilegierte, faule Ratten. Hast du eine Ausbildung oder nicht? Nein, habe ich nicht. Seid ihr auch mental verschobene, privilegierte, faule Ratten? Wenn ja, dann lasst doch mal gerne ein Like da. Ach du Scheiße, einfach eine Ausbildung haben. Apropos zum Thema Qualifikationen haben, da gab's auch noch einen kleinen Fall. Denn Theo hatte, als er mal in einem Auto saß, folgende Story gepostet. Kommt aus der Komfortzone raus und fängt an zu arbeiten. Ja, jetzt fang doch mal an zu arbeiten, ey. Da wurde allerdings von manchen dann gesagt, ja, sag mal, ey, du mietest hier einfach irgendeine teure Karre für ein paar Tage und dann fährst du nicht mal selber, das ist aber lächerlich. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass Theo einfach so erfolgreich ist, dass er sich von einem Chauffeur durch die Straßen fahren lässt. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, dass Theo eigentlich keinen Führerschein hat und deshalb nicht alleine fahren dürfte. Aber solche Kommentare lässt Theo auf jeden Fall nicht auf sich sitzen und hat deshalb in einem Statement respektvoll und besonnen darauf reagiert. Klar habe ich das Auto danach wieder zurückgegeben, aber ich stelle mir die Frage erstmal, wann bist du das letzte Mal S-Klasse gefahren mit einem Chauffeur? Und eigentlich ist mir das relativ
relativ egal, auch wenn das Auto ausgeliehen ist oder irgendwie nur gebucht ist, weil die 2 Tage haben mich so viel gekostet, wie du wahrscheinlich in deiner Ausbildung in einem ganzen Monat verdienst. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, wie gesagt, einfach sympathisch. Einfach keine dicken Karren fahren lassen. Wie gesagt, während er selber jetzt auch nicht so viel vorzuweisen hat. Und dann gibt's bei dieser ganzen Sache noch die rechtliche Ebene. Ah, dieses Land mit diesen Gesetzen und Richtlinien. Ja, die haben auch alle einfach nicht das richtige Gewinner-Mindset. Theo behauptet ja immer schon, dass er seit Jahren erfolgreicher Unternehmer und Businessman ist. Allerdings ist er dieses Jahr erst 18 Jahre alt geworden. Und unter 18 Jahren ist man in Deutschland nicht geschäftsfähig. Das heißt, juristisch wäre das eigentlich nicht so ganz erlaubt. Und da wird es nochmal interessant. Denn wie kann er jetzt eigentlich seit Jahren erfolgreicher Unternehmer sein, wenn er eigentlich noch gar nicht geschäftsfähig ist? Gewerbe, Steuern, Verträge, das gehört ja alles irgendwie zum Businessmachen so dazu, ne? Damit ich das Ganze erklären kann, muss ich einmal kurz Theos Mutter erwähnen. Ich bin kein Freund davon, das private Umfeld in solche Videos reinzubringen, deshalb lasse ich sowas immer so gut es geht raus. Deshalb werden hier auch immer alle Adressen und privaten Anschriften und so gepixelt. Namentlich soll ja also auch niemand genannt werden. Es reicht, dass ihr wisst, dass Theo eine Mutter hat. Auf Business-Ebene ist das für Theos Werdegang aber schon wichtig, denn die ist, solange er nicht 18 ist, seine Beziehungsberechtigte und damit auch verantwortlich für seine Geschäfte. Theos Mutter besitzt nämlich ein Hotel mit angrenzendem Café. Theo kam dann 2020 auf die geniale Idee, in diesem Café After-Work-Partys zu veranstalten. Am 20.05.22 findet ab 18 Uhr zum zweiten Mal der After-Work-Friday im exklusiven Ambiente im Stadt. Mit Deep House, Drinks und Dance geht's ins Wochenende. Eintritt frei. Eintritt frei? Wie kann man denn dann dadurch reich werden? Richtig, indem man einfach Getränke extrem teuer anbietet. 6 Liter Flasche Moët, 2000 Euro? Ach komm, was soll der Geiz, ne? Da lachen wir doch drüber. Oder eine Flasche Bombay Gin für schlappe 170 Euro. Alter, die kostet im Supermarkt 25 Euro. Wer kauft sich das da? Ja, wie gesagt, wir erhöhen die Preise, dann nehmen wir mehr ein, ne? Aber auch wie gesagt, Theo war dabei noch nicht 18. Und als Minderjähriger kommerzielle Partys zu veranstalten und als Minderjähriger Alkohol verkaufen zu wollen, schwierig. Wenn natürlich aber groß Werbung dafür gemacht wird und Theo hier ein neues Business startet und da ein neues Projekt, ist das als Minderjähriger rechtlich schwierig. Da muss mal was Handfestes her, damit das Ganze auch mal abgesichert ist. Deshalb wurde im Dezember 2022 von Theos Mutter die TR Loop OG gegründet. Man muss ja auch schauen, dass diese ganzen Businesses nicht irgendwann rechtliche Probleme verursachen. Also wurde diese OG für alles gegründet, was Theo jemals machen wollte. Ich zitiere also: Gegenstand, Erstellung und Vermarktung von Internetseiten, inklusive Social Media, Modedesign, der Handel mit Bekleidung, der Handel mit und der Betrieb von E-Zigarettenautomaten, sowie die Programmierung und der Betrieb von Online-Shops. Also einfach alles. Theo wollte Online-Shops, Theo wollte Klamotten verkaufen, Theo wollte offensichtlich E-Zigarettenautomaten betreiben. Ja komm, alles rein damit in die OG. Und weil das alles so gut läuft und hier so viel Cash gemacht wird, wurde die Firma gegründet mit einem Startkapital von 300 Euro. Was? Ich dachte, wir reden die ganze Zeit von 7-stelligen Beträgen. Du sagst doch, dass du so viel verdienst. Dann sag doch, wie viel. Ich habe das auch schon öfters gesagt, wir machen mit unserer Firma momentan 7-stellig. Im Monat. Ja, irgendwie passt das doch gar nicht so recht. Und was auch nicht so ganz passt, Theo hatte ja kurzzeitig sein neues, cooles Coaching über Instagram beworben. Dort im Impressum steht er aber als Privatperson. Keine UG, keine GmbH, keine Firma, nichts. Nur Theo. Wieso? Wenn man doch mega im Business ist und Firmen hat, die richtig gut laufen, warum gibt man die dann nicht einfach im Impressum an? Und warum braucht er überhaupt die TR Loop OG, wenn er doch so viel geile andere Firmen hat, die so gut laufen die ganze Zeit? Ja, Fragen über Fragen, ne? Ich wollte die Leute im Park immer darauf ansprechen, aber da waren sie schon wieder weitergegangen. Mensch, es wirkt fast so, als wäre er gar nicht so erfolgreich, wie er immer behauptet. Und als wäre es sogar schlecht, wenn man immer nur versucht, auf dubiosem Wege irgendwie reich und erfolgreich zu werden. Torben Platzer hatte auch in seinem neuesten Video gezeigt, dass sich Hergen mittlerweile von Theo geschäftlich distanzieren möchte. Ja, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, ne? Hergen hatte vor einiger Zeit nach der großen Erfolgsgeschichte von Mr. Beck und seinen anderen coolen Online-Shops die Firma Wavefront gegründet. Jetzt setzt Hergen sein Wissen und seine Erfahrung ein, um Kunden seiner Agentur gemeinsam mit seinem speziell ausgewählten und geschulten Team zu helfen, ihre Online-Präsenz und E-Commerce-Erfolge zu maximieren. Da dachte sich Theo, ja klar, ich bin ja jetzt Fame, ran an den Speck, verkaufen wir erstmal so ein geiles Online-Coaching. Deshalb hat Hergen wahrscheinlich auch den kompletten Online-Kurs moderiert und aufgebaut. Wenn Theo jetzt aber nicht so gut in der Öffentlichkeit dasteht, weil er gar nicht so ein erfolgreicher, geiler Businessman ist,
steht Hergen jetzt natürlich auch nicht so geil da. Verständlich, dass er dann irgendwann sagt, ey Leute, sorry, hier bin ich jetzt wirklich raus. Ist ja kein Problem. Theo hat ja schon einen neuen Freund gefunden. Michael Laster, der Typ, mit dem Theo jetzt auch seinen geilen neuen Podcast gestartet hat. Die beiden sind jetzt nämlich endlich gekommen, um einen ungeschönten Einblick in die Welt des Unternehmertums zu geben. Ja, Theo, erzähl doch mal von deinem Unternehmertum. Die beiden kennen sich zwar erst seit kurzem, aber Michael hat Theo schon nach Dubai eingeladen. Also von daher, da läuft alles. Wir dürfen also noch ganz Großes befürchten. Wenn man also da im Park sitzt und sich so anhört, was da so erzählt wird, kann man sich auf jeden Fall sicher sein, Theo ist kein großer Geschäftsmann. Er hat einfach immer nur davon geträumt, großer Geschäftsmann zu werden und das so lange erzählt, bis ihm irgendjemand mal zugehört hat. In dem Fall halt eben 4,5 Millionen Menschen bei Steuerung F. Super. Und Theo besitzt auch keine Millionen auf dem Konto, fliegt nicht regelmäßig mit dem Privatjet und kauft sich nicht regelmäßig Luxussachen. Also außer um sie dann später bei eBay Kleinanzeigen zu verkaufen, aber das ist noch ein anderes Thema, ne? Theo ist ein Junge aus gutem, wohlhabenden Elternhaus, der immer große Ziele hatte und auf dem Weg dahin von der harten Realität konfrontiert wurde. Immer und immer und immer wieder. Und es könnte einem schon fast ein bisschen leid tun. Also fast, wenn er nicht alle verachten würde, die einen normalen Weg gehen und für ihr Geld arbeiten gehen. Wenn man selber nichts geschafft hat, aber auf die spuckt, die es einfach versuchen, das ist auf jeden Fall sehr sympathisch. Stattdessen hat er einfach versucht, immer schnell und einfach an Kohle zu kommen, egal auf welche Art und Weise. Ob er Ahnung von etwas hat oder nicht, komm, ist doch auch egal. Irgendwelche Trottel kaufen schon so einen teuren China-Schrott oder irgendwelche teuren Champagnerflaschen oder sein Coaching oder was weiß ich. Oder wie Torben erzählt hat, mit dubiosen Verkäufen von Spotify-Playlist-Plätzen. Okay? Hauptsache, am Ende stimmt die Zahl auf dem Konto. Ob man einfach nur so lange Lügen erzählen muss, bis man wirklich irgendwann ganz oben angekommen ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber offensichtlich lassen sich viele davon blenden. Und er wird weiter eingeladen und taucht hier auf und da auf. Und er wird jedes Stück Aufmerksamkeit nutzen, was er bekommt, um irgendwie daraus Profit zu schlagen. Jeder Follower, jedes Interview, jeder Artikel. Und obwohl er nichts an Qualifikationen, Erfolg oder Skill mitbringt, pisst er auf die, die einfach einen normalen Weg gehen und für ihr Geld arbeiten. Und dann bin ich von meiner Bank aufgestanden und bin nach Hause gegangen, weil ich mir dachte, komm, reicht für heute. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback zu diesem Video. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich gehe jetzt auf jeden Fall gucken, wie ich mir einen geilen Online-Shop aufbaue. Seid gespannt. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.